Hey Leute, hier ist wieder euer He-Man. Heute mit der nächsten Folge Pongs Reichtum. Ihr hört es selbst, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber da muss ich jetzt durch. Am Wochenende habe ich auch keine Zeit, deshalb kommt jetzt die Folge. Ihr seht, ich bin jetzt gerade auf der Beobachtungsliste und da seht ihr die Bronze-Spieler, die wir jetzt ziehen können in den Packs. Das ist eine ganze Menge. Das sind 4 Team der Woche-Spieler. Hier einmal Cruz von. Ja, von wo? Von Philadelphia, MLS League. Dann hier einen Deutschen, Kirsten von Dynamo Dresden. Ein Koreaner, Lee Jong. Und ein Engländer, Abson. Des Weiteren ist jetzt das Team of the Season raus und da haben wir gleich 5 Spieler, die wir ziehen können. Das ist einmal Gainer, Scarione, Kovic, Makoma und Madden. Ja, eigentlich eine gute Anzahl an Spielern, die man ziehen kann. Sonst ist ja meistens immer bis 1-2 Spieler, die man in der Woche ziehen kann. Also Informspieler. Diesmal sind es gleich 4 Informspieler und wie gesagt die 5 Team of the Season Spieler. Das ist natürlich sehr gut. Des Weiteren seht ihr rechts oben. Wir haben jetzt 24.000 Coins. Das ist eine ganze Menge im Gegensatz zur letzten Folge. Wir haben letzte Folge mit, ich glaube, 12.000 waren es. Also wir haben den Coinsbestand verdoppelt. Das lag vor allen Dingen an 2 Spielern und den 3 Team-Fitness-Karten. Mal gucken wir auf die Tauschtabelle, was wir alles verkauft haben. Und da fange ich mal bei der Team-Fitness an. Die habe ich alle für 2.200 bis 2.500 reingestellt. Und die eine ist für 2,5 weggegangen, die andere für 2,2 und die dritte weiß ich jetzt nicht mehr. Auch auf jeden Fall dazwischen. Der Ball ist noch nicht verkauft, den lasse ich auslaufen. Wenn der nicht verkauft wird, werde ich den abstoßen. Dann kommen wir zu den Spielern. Hier Amiobi habe ich für 2,2 bis 2,8 reingestellt. Für 2,8 ist er verkauft worden. Dann der Spieler für 500, für 200. 300, 500, 600, Flynn für 500, PP für 300, Schuler für 200, Zimanski für 150, Pierce für 2200, dann Ikeng für 300, Yavu, der Schwede für 300, der Mexikaner ging weg für 200 Coins. Den Namen spreche ich lieber nicht aus. 300 Coins, 150 Coins, Clayton auch bloß für 150 Coins, ich glaube das letzte Mal ging dafür ein bisschen mehr weg. Halstead für 150 Coins, Black für 150, Verboom für 200, genauso wie Hymans auch für 200, Price für 200, Denton für 150 und wie gesagt die Teamfitnesskarte für 2500. Selbst die nicht seltenen Verträge sind dieses Mal gegangen, teilweise sogar für 200 Coins, also da werde ich die Folge wieder ein paar einpacken. Die Fitnesskarten wie gewohnt für 350 Coins, die Teammoral ging für 450 glaube ich weg. Und ja, und die Bälle halt für 200 bzw. 250, genauso wie die Trainer, die gingen auch so für 150 bis 200 weg. Also dieses Folge wirklich super Profit gemacht. Gleich mal gucken, ob der Tauschstapel jetzt leer ist. Ja, und da fangen wir direkt an. Und hoffen mal auf Bronze Team of the Season Spieler oder Inform Spieler. Auf geht's, erstes Pack. 750 Coins wie gewohnt. Mal schauen, wie viel ich ziehen werde. Ich denke mal, ja, so 10.000 Coins auf jeden Fall wieder. Und das erste Pack. Da haben wir einen Schweden mit 92 Pace. Das ist natürlich sehr geil. Ich denke, der wird uns ein paar Coins bringen. Den nehmen wir natürlich mit zum Verein. Den Niederländer werde ich auch mitnehmen. Einige Verbrauchsobjekte, auch sehr gut. Den Vertrag, Fitnesskarte. Also mit dem ersten Pack haben wir auf jeden Fall schon Profit gemacht. Den Ball werde ich auch mitnehmen. Direkt auf den Tauschstapel. Den Rest stoßen wir ab. Und geht's direkt ins zweite Pack. Und mal sehen, was wir ziehen. Und hier sehe ich auf den ersten Blick nicht so viel Gutes. Aber das ist nicht schlimm.
Da werden wir definitiv noch bessere Packs ziehen. Zwei Verträge. Und das war's aber auch schon. Den Rest stoßen wir ab. Direkt das dritte Pack. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht auch schon ein Team of the Season Spieler gezogen habt. Ich habe einige Kumpels, die haben schon das Glück gehabt, die haben schon welche gezogen. Privat habe ich noch keine Packs gezogen, werde ich denke ich auch nicht machen. Ich werde mir denke ich jetzt aus dem aktuellen Team of the Season werde ich mir Martinez gönnen, den kaufe ich mir dann, ich denke mal so Sonntag oder Montag. Das sind ja meistens am günstigsten. Und ja, Martinez werde ich mir kaufen. Ich denke, wenn, falls ein Bundesliga-Team kommt, Team of the Season, werde ich mir denke ich auch Dante oder Mandzukic kaufen. Je nachdem, wie teuer die werden und ob sie überhaupt reinkommen. Das werde ich sehen. Das Pack ist jetzt auch nicht so besonders. Das stoßen ab. Und das nächste Pack. Und hier haben wir einen Engländer, Dawkins aus der Premier League. Das ist immer sehr gut. Die Barclays Premier League Spieler sind meistens ein bisschen mehr wert. Für den werden wir definitiv auch ein bisschen was bekommen, auch wenn er nicht der schnellste ist. Der kommt auf jeden Fall mit. Auch hier Polyhuber, auch 35 Pace, werden wir den sicher los. Aber ich denke nicht für mehr als 150 Coins. Und das hier spielt er. Bradford City. Ne, den lasse ich hier. Die zwei Verträge nehme ich noch mit. Und sonst. Das werde ich mal mitnehmen. Ich denke, das geht auch weg. Den Rest stöße ich wieder ab. Kommen wir zum nächsten Pack. Und drücken wir mal die Daumen, dass wir mal ein Team of the Season Spieler ziehen. Das wäre doch mal wirklich super. Wenn das klappen würde. Eine Verletzungskarte, eine Fitnesskarte. Ja, das Pack haben wir auf jeden Fall auch schon wieder drin. Sehr gut. Zwei Verträge. Eine Fitnesskarte und die Heilungskarte. Hat man auch nicht oft, dass man eine seltene Silberkarte im Bronzepack hat, auch wenn es bloß eine Heilungskarte ist. Ein Kumpel von mir hat die Tage, wo hier die Heavy Hour war, von den Bronze- und Silberpacks, ein Silber in Form im Bronzepack gehabt. Da guckst du, denke ich, auch nicht schlecht, wenn du das ziehst. Da hat, glaube ich, 150 Coins mit dem gemacht. Und ja, vielleicht haben wir auch so viel Glück. Wir werden sehen. Auf zum nächsten Pack. Und hier haben wir die erste Team-Fitness-Karte. Sehr schön. Also, das Glück ist weiterhin auf unserer Seite. In der ersten Folge hatten wir ja keine Team-Fitness-Karte. In der letzten Folge hatten wir gleich drei. Das ist natürlich wirklich super gut. Und vielleicht haben wir auch diese Episode wieder mehr als zwei Stück. Mehr als eine. Und hier noch vier Verträge, das ist auch sehr gut. Und Emblem ist jetzt glaube ich nicht unser interessantes dabei. Zumindest vom Namen her. Nee. Das stoßen wir ab. Und auf zum nächsten. Mein Vorbild sag ich mir jetzt mal, Butters Bridge hat ja jetzt vorerst seine letzte Folge gemacht. Er hört jetzt wahrscheinlich auf mit der Serie. Das finde ich schade, ich habe die Serie gerne angeguckt. Und naja, da müssen wir halt das weiterführen, was er aufgehört hat. Ich hab eigentlich nicht vor, so schnell aufzuhören. Also wir werden das auf jeden Fall eine ganze Weile durchziehen hier. Und hier haben wir Jacic, ein Kanadier. Hab ich auch noch nicht vorher gesehen. Mal sehen, spielt in der amerikanischen MLS. Naja, nehmen wir mal mit, nicht? Den Schatten hier. Nee. Und drei Verträge und eine Team-Trainingskarte. Und Butterspitz hat, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, ca. 50 Folgen gemacht. Und war am Ende bei einem Bestand von 450 Coins ca. 450.000 Coins, Entschuldigung. Und das ist, denke ich, schon eine ganze Menge für plus Bronze-Packs. Ist das echt gut? Er hat glaube ich einen Form in der Serie dabei und ein Silberspieler, der glaube ich 30.000 gebracht hat. Aber ansonsten
immer so halt ein paar tausend Coins gemacht. Aber 54.000 Coins ist schon eine ganze Menge, finde ich, für Bronzepacks. So, genau. Und den Rest stoßen wir ab. Und direkt zum nächsten Pack. Ich muss mal bitte Routine reinbringen in die Folgen. Ich hatte eigentlich nicht vor, die Folgen immer länger als 20 Minuten zu machen. Die letzte ging ja schon ein bisschen drüber, deswegen werde ich, denke ich, ein bisschen schneller alles machen. Rüdiger vom VfB Stuttgart, auch nicht schlecht, denke ich. Diakite. Ich weiß nicht, ob das der Bekannte ist. Ich glaube nicht. Aber nehmen wir auf jeden Fall mit. Drei Verbrauchsobjekte, einen seltenen Vertrag und zwei Non-Rare-Verträge. Rest stoßen wir ab und direkt zum nächsten. Und da haben wir eine silberne Fitnesskarte, einen seltenen Managervertrag und einen seltenen Spielervertrag. Auf jeden Fall auch die Coins schon wieder drin. Und an Spielern, ja, ich werde mal die ersten beiden mitnehmen und schauen, ob die weggehen, aber ich denke schon. Ich denke, die nächste Folge wird dann auch so Montag, Dienstag kommen, voraussichtlich. Es kann auch passieren, dass sie erst Mittwoch kommt oder so, und wenn es noch später kommt, dann werde ich das wieder sagen, aber ich denke, das ist realistisch, Montag oder Dienstag. Ich denke, da werden die Sachen auch verkauft sein. Direkt das nächste Pack. Und ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob euch die Serie so gut gefällt, dass ihr das sowas vielleicht auch in der nächsten, im nächsten FIFA-Teil sehen wollt, vielleicht gleich von Anfang an. Könnt ihr mal gerne schreiben. So, dann haben wir hier Malic, 38 Pace, auch nicht der beste Spieler, ich denke auch 150 bis 200 Coins mehr nicht. Und Howard aus der Empower League 1 bringt ein paar Coins. Zwei Consumables. Die Moralkarte bringt jetzt nicht so viel. Und den Rest stoßen wir wieder ab. Und das nächste Pack. Hart vorne drauf, und im Pack haben wir ein, ja, was ist das, Serbien und ein Schatten und eine Fitnesskarte und viele Verträge. Auch kein schlechtes Pack, wenn man von der Anzahl her ausgeht, was für Spieler wir haben. Dann haben wir noch hier ein Trikot mit FIFA 13 Logo vorne drauf, das bringt uns auch ein paar Coins. Das kommt mit, die Verträge kommen mit. Wie gesagt, in der ersten Folge wollten die nicht weggehen. Ich denke mal, das kommt auf vielleicht auch ein bisschen drauf an, wie die Bronzepacks gezogen werden. Es könnte sein, dass die jetzt zum Beispiel auch wieder sehr schlecht weggehen, weil viele Bronzepacks ziehen werden, um die Team of the Season Spieler zu bekommen. Dann hier die Fitnesskarte. Aber wir werden sehen, ich werde es probieren, sobald alles andere verkauft ist, die Verträge drauf zu stellen. Und den Vertrag nehmen wir auch mit und überträgt auf den Tauschstapel. Und ja, wir werden sehen, wie es dann nächste Woche oben rechts aussieht, aber ich denke, die 24.000 werden wir auf jeden Fall wieder knacken und mal sehen, wie weit es nach oben geht. Hier auch ein sehr schönes Pack, zwei Fitnesskarten und zwei seltene Verträge. Dazu hier ein Spanier, ist das Barclays? Ne, das ist die zweite Barclays schon. Sorry, Liga BBVA meine ich natürlich. Nein, die ist es nicht. Das ist die Liga Atlanta, also die zweite spanische. Den nehmen wir trotzdem mit. Des Weiteren würde ich sagen, nehmen wir die Verträge logischerweise mit. Und die zwei Fitnesskarten. Mehr finde ich jetzt nicht interessant. Und direkt zum nächsten. Und da haben wir zwei Spielertrainerkarten und einen pinken Ball.
Und ja, solides Pack, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Den nehmen wir mit. Die Verträge nehmen wir mit. Trainingskarten und ich denke, das Trikot werde ich auch mal mitnehmen. Mal sehen, ob das auch weggeht. Hat halt ein besonderes Design, sage ich mal. Das sieht nicht aus wie jedes zweite Trikot. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es weggeht. Trägt auf dem Tauschstapel genauso wie den Ball. Und das nächste Pack. Das wird wohl eins der letzten Packs sein. Ich denke mal, noch zwei, drei Packs werden wir ziehen. Und dann war es auch. Und hier haben wir wieder zwei seltene Verträge. Auch ein schönes Pack. Also 1000 Coins, denke ich, durch die Karte haben wir dicke drin. Und an Spielern mal gucken. Jetzt nichts Besonderes, da werde ich auch nicht mitnehmen. Die Verträge. Den Vertrag, die Moral-Fitness-Karte, Moral-Fitness, die Team-Moral-Karte und die Fitness-Karte. Ich muss sagen, die Folge dieses Mal von Bronzereichtum ist sehr verbrauchsobjektlastig, sage ich mal. Wenig Spieler, also wenig interessante Spieler bis jetzt. Viele, viele Verbrauchsobjekte. Viele gute, muss ich auch sagen, also viele seltene Verträge hatten wir bis jetzt. Und auch in dem Pack ist es ähnlich. Wieder größtenteils Verbrauchsobjekte, die wir mitnehmen. Ein Australier, genau. Und zwei Verträge, eine Heilungskarte. Und ein Ball, der eventuell weggeht, mal gucken. Sonst nix. Orte cool. Mir persönlich gefällt das Trikot. Ich nehme es einfach mal mit. Und wenn es nicht verkauft wird, mach es einfach in meinen Verein rein. Auch wenn ich nicht spielen werde mit dem Verein hier. Aber mal schauen. Und das letzte Pack. Und eine Team-Fitness-Karte zum Schluss. Und drei Spieler-Fitness-Karten sind natürlich sehr gut. Leider kein Team of the Season oder Inform-Spieler bisher. Aber die Spieler sind ja noch bis nächste Woche Mittwoch drin. Also denke ich, werden wir noch eine Folge machen, indem wir die Chance auf diese Spieler haben. Und sobald ich die Sachen reingebracht habe in den Verein, werden wir nochmal schauen, was wir alles bekommen haben durch die Packs. Was stoßen ab. Und hier haben wir die Spieler, die wir gezogen haben heute. Viele, viele 0815 Spieler, wie ich finde. Also wirklich nichts Besonderes, bis auf Larsen. Der spielt in, ja, wo spielt denn der? Ich glaube Liga BBVA. Ja, in Real Valladolid oder was? Valladolid. Real Valladolid. Ist Schweden. Und 92 Pace. Also durch Liga BBVA und hier dem guten Tempo. Denke ich, könnte da eine Menge wert sein. Bringt uns sicherlich 1-2000. Und sonst, wie gesagt, die Spieler eher nicht so besonders dieses Mal. Vereinsobjekte haben wir 4 Trikots und 3 Bälle, die uns, denke ich, immer 150 bis 200 Coins bringen werden. Und Verbrauchsobjekte dieses Mal, wie gesagt, ein bisschen mehr. Eine seltene Heilungskarte in Silber. Eine Fitnesskarte Silber, 3 Teamtraining. Ne, nicht Teamtraining, sondern alle Attribute. So rum war's. Eine Heilungskarte, selten. Eine Teammoral-Karte und 6, 9 seltene Verträge. Ein seltener Managervertrag, 2 Teamfitness. Und nochmal 9 Fitnesskarten und viele, viele Verträge. Mal sehen, ob die dieses Mal weggehen werden oder nicht. Einige sicherlich, aber ich denke nicht alle. Und das war's auch von mir schon wieder. Wir haben jetzt 13.000 Coins. Mal sehen, was nächste Woche oben stehen wird. Und ja, das sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!